sind wir wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hakemoshi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Moment ist gekommen. Ich bin mal gespannt, ob es der letzte Moment ist. Wir sind dabei, ins Schloss von Bowser zu gehen. Auf geht's. Spooky. Da ist es. Auf geht's. Wir fliegen ins Schloss von Bowser. Gucken mal, ob wir das in diesem Video dann hinkriegen. Wir ziehen es auf alle Fälle durch. Oh, das sieht mega aus. Aber es sieht aus wie mehrere Level. Das Blumenschloss. Bowser hat es noch monströser verzerrt, als ich befürchtet hatte. Boah. Sieh an, wer da ist. Ihr müsst ja wirklich gespannt sein auf das gigantische, nein, das epische Wunder, das ich hier vorbereitet habe. Etwas Geduld müsst ihr euch allerdings noch. Perfektion braucht Zeit. Wie wäre es, wenn ihr euch bis dahin mit dem Vorprogramm amüsiert, das meine Armee vorbereitet hat? Das ist dann also euer Einsatz. Torpedokugel Willis zeigt ihnen, wie böse eine gute Show werden kann. Okay, Torpedokugeln Willis. Nice. Das gefällt mir so gut. Ab jetzt wird es deutlich gefährlicher werden, stimmt's? Aber wir können nicht einfach weglaufen. Egal, was Bowser uns in den Weg schleudert, wir werden es meistern. Halten wir ihn auf, ein für alle Mal. Tja, dann machen wir das doch, hm? Torpedokugel. Warte mal, dann nehmen wir die Mütze. Um es da so ein bisschen zu retten, wenn... Wir probieren es mal mit der Mütze. Falls man da dran vorbeispringt, das wäre jetzt so meine Vermutung, an den Torpedos, dass man dann vielleicht einfach... Oh, cool. Mit denen kann ich so ein bisschen mitfliegen. Okay, wenn sie zu... sich daran gewöhnt hat, wie sie funktionieren. So, das ist jetzt leer. Alle sozusagen. Das hieße aber, wir können von der... Wow, das war jetzt echt Hammerglück. Das wusste ich nicht, dass das so... Da wäre ich auch gar nicht gesprungen. Dann werde ich wahrscheinlich einfach so... Nice and slow. Stimmt, die habe ich ja. Hätte ich also auch machen können. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ein bisschen fliehen mit der Mütze. Oh nein, 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 nein. Guck mal, ja, Freund. So, und hier muss doch jetzt bestimmt oben reingehen. Perfekt. Das beruhigt mich auch schon mal. Speicherfähnchen ist immer gut. Ja, kann es sein, dass ich wieder am Anfang rausgekommen bin? Oder sah das nur so aus? Mir sah nur so aus. Zack. 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 Oh Mann. Nein, ich stürze ab. Ups. Vor lauter Abstürzen. Und Uffi regt. Aber die Mütze lassen wir mal. Also es schien ganz gut zu sein. Ein bisschen cooler werden, was das angeht. So, jetzt können wir nämlich hier oben hin. Oh Mist. Ja, perfekt. Oh ja, wie so eine Stampede. Kann ich hier oben in diesen giftigen Kram rein? Ich bleibe einfach mal ganz vorne. Dann, warte mal. Ich habe das Gefühl, als wenn die gleich auseinanderbröseln, siehst du? Wusste ich doch. Schon ein bisschen cool, wie so eine Parade.
schön bunt. Ich mag es ja schön bunt. Und Feuerwerk geht sowieso immer. Bin ich mir nicht sicher, ob ich irgendwie einfach nur ausweichen muss oder nach oben. Aber ich vermute, dass ich einfach ausweichen muss. Einfach. Bitte mach mich groß, bitte mach mich groß. Ja, sehr gut. Ja, und jetzt gib mir bitte meinen wohlverdienten Samen. Muss irgendwas kommen. Die Blume weist den Weg und da ist das Wundersamen. Sehr gut, perfekt. Wenn wir jetzt noch den Levelausgang finden. Und jetzt gehe ich mir erstmal mal drüben gucken, ob hier irgendwas ist. Nein. Ah, dieser Blur-Effekt im Hintergrund, auch cool. Ja, hätten wir hier schon mal wieder zwei Samen eingesammelt, was ja gut ist. Ist das Fähnchen? Ja. Nein, verkack's jetzt nicht. Ja, perfekt. Obendrauf war zwar volles Risiko, weil wir waren klein. Wir hätten dann auch schön wieder eine Mario-Mütze kürzer sein können, aber ist nicht passiert. Super gut. Ich bin begeistert. Auf wie geht's? Gut. Jetzt hätten wir die 25. Muhahaha. Ich könnte jetzt wieder nach unten gehen. Navi hat euch die Gastfreundschaft meiner Armee gefallen. Und das war nur der Anfang. Bei der nächsten Vorstellung wird es so richtig kribbeln. Ihr werdet geradezu schockiert sein. Aber genug der Vorrede. Macht euch bereit für ein wahres Blitzlichtgewitter. Hier kommt das Funkeln im Dunkeln. Wie so ein bisschen an Lara Croft. Oder Uncharted. Hätten wir hier mal zwei gekriegt, ne? Ja. Funkeln im Dunkeln. Mein Lieblingsitem. Der große Langsprung. Cool, das ist ein richtig... Ach, es tut so gut, nach all den Stunden endlich im Schloss zu sein. Die Frage ist... Ich lasse die mal da reinlaufen. Was passiert denn mit denen? Isolieren das quasi ab. Okay. Jetzt haben wir noch nicht so richtig erkannt, welche Funktion ich jetzt hier so habe. Außer, dass das wie Türen sind. Okay. Und dass man nicht viel sieht. Oh, warte. Brutzelt der mich? Ich glaube, der Große brutzelt mich. Ja, also wenn er groß ist. Nein, da war eine Dings. Dann hätte ich nur noch hochgemusst. Okay, das war jetzt eigene Ungeduld, eigene Dummheit. Aber jetzt weiß ich es ja. Also wenn die dann dick werden, die Strahlen, dann brutzeln die ein. Okay, es macht doch irgendwo Sinn. Mhm. Bitte spring einfach über den Kameraden drüber. Oh, das war jetzt wieder so... Ne? Der auch darunter. Oben war noch. Ja. Sorry, den muss ich einmal mitgeben. Mach dich aus dem Weg, Kamerad. Unten, das sieht so aus, als könnte man da irgendwo hin. Dumm, dass ich einfach so dämlich da drin bleibe, ne? Kann ich euch weg... Ja, ich kann euch wegbrutzeln. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wenn man das Gefühl hat, wenn da oben irgendwas wäre.
A little bit of bubble bobble by my side. Ist so cool, muss ich echt hier konzentrieren und gucken, wo die erstmal lang blitzen. Okay, cool. Da wäre jetzt auch so eine Mütze oben ganz cool, glaube ich. Das ist jetzt gut, dass ich hier so ein bisschen einblübeln kann. Oh, okay. Man rutscht also auch runter. Da hinten war eine Röhre. Und mich würde interessieren, wo es hier lang geht. Zum Speicherpunkt, warte. Nein, 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 ich wollte eigentlich da hinten in die Röhre. Oh ne, das hier ist besser. Ich bin Elektro-Mario. Das wünsche ich mir für Mario Kart sowas. Ich spritzel euch alle weg. Ist nur die Frage. Wohin des Weges? Ah, nach oben. Okay. Hessi. Das ist ja doch schon der Samen. Der kann nicht so fürchterlich hoch springen, der Elektro. Mario ist ein bisschen geerdet. Hahaha, Karlauer. Aber sag mal so, wenn wir jetzt den Ausgang finden, und das ist recht cool, dann kann man die überhaupt zerschießen, wenn die blitzen? Ich hab's geahnt. Entladet euch mal. Okay. Perfekt. Zwei Samen. Oh, es läuft. Es läuft im Schloss. Es läuft. Und das alles mit Mario. Diese große Ehre gehört Mario. Bowser ein bisschen zu ärgern. Nice. So, jetzt kommt er wieder mit seinem... Boah. Ja, natürlich. Na, bereit für eine Pause? Boah. Zu schade, bei meiner Show gibt es nämlich gar keine Pausen. Und versucht bloß nicht, euch rauszuschleichen. Schließlich steht ein Treffen mit unseren Künstlern an. Und die sind schon ganz scharf drauf, euch zu treffen. Bühne frei für die Zielsuch-Kugelwillis. Das klingt erstmal nicht gut. Also es klingt erstmal gar nicht gut. Aber... Was ich natürlich richtig cool finde an dem Level, man kommt nicht in Versuchung, irgendwo hinzulaufen, sondern du kriegst den Weg schön vorgegeben. Rechts, links, oben, unten. Kannst also auch nichts verpassen, nichts vergessen. Kann ich den auf den Kopf springen? Wie oft springen die? Ah, okay, die Blumen machen das. Boah, ey, klar, von allen Seiten immer geht's noch. Freunde. Dann klatsch ich weg. Ab! So. Ich glaube, es geht los. Oh nein. Oh, jetzt dachte ich wirklich. Ich wusste es. Und einer von denen schießt auf mich. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich probieren, ob... Okay. Das war jetzt zufällig probiert, aber ich weiß jetzt wenigstens, dass ich sie mit einem Sprung platt machen kann. Los, komm. Oh, fuck. Jetzt habe ich so auf den von oben geachtet. Mhm. Oh, ja, genau. Wie hinterlistig, ne? Oh, Mann. Obwohl ich unbedingt jetzt überlegt habe, wie... Er war jetzt aber hartnäckig, der Kamerad. Wie ich an den Zehner komme. Und der wird jetzt bestimmt irgendwo hingefahren. Oh, wie lustig. Die haben sich mal selbst wegge... Oh, es ist so... Ja, genau.
Und der eine, weißt du, du kommst durch alle durch. Und der eine, du konzentrierst dich auf so viele. Rechts, links, rechts, links. Und der eine ist es dann. Aber ein bisschen Herausforderung muss ja auch bleiben, ne? Sonst wäre das ja hier kein Schluss-Bowser-Level. Oder keine Bowser-Schluss-Level. Geklatscht. Da hängen sie dran. Das fand ich aber eben schon lustig. Einfach groß bleiben. So. Wenn man einmal die Thematik verstanden hat, wie die fliegen, geht's eigentlich. Dann kann man nämlich auf die drauf fliegen. So, die zwei klatschen sich doch gleich wieder gegenseitig. Weggerauscht. Wo bin ich denn hier eben gestorben? Ach, ich bin wieder durchgekommen durch die Runde. Dann hatte ich das anders in Erinnerung. So, schön Goldmünzen einsammeln. Wie viel haben wir eigentlich? 58. Wie viel Leben haben wir? Paar 30, 36. Ach, wie schön, ein Speicherfähnchen. So, jetzt komm her. Egal wie groß du... Okay, das war so dumm, ne? Ich einfach dachte... Ja, mach das mal kaputt für mich. Oh mein Gott. Ja, jetzt wollte ich, da kommt als einer raus, okay. Ja, Mist. Weil ich unbedingt jeden Block kaputt machen will, ne? Unbedingt alles platt machen will. Halt, halt. So, komm. Egal, dass sie groß sind. Oh, jetzt wollte ich ihn da oben schon direkt platt machen. Mist, den hätte ich irgendwie so lenken müssen, dass der da oben den Zehner... Wir probieren es mal. Das war jetzt, mir ist kurz der Atem gestockt, weil ich kurz dachte, das war nicht richtig. Und dachte so, vielleicht ist da doch ein Abgrund. Aber hier ist eine psychedelische Blume. Also eine Schwabbelblume. Das ist so dämlich, das kann man keinem erzählen. Ne? Ich sehe, dass das runtergeht, aber ich springe einfach mal rein. Einfach mal rein. Jetzt nice. Ah. Das ist lustig. Tschu. I like. Bam. Das ist ja richtig cool. Das macht richtig Spaß, das alles so zu zerstören. Vor allen Dingen, weil das Schiff an sich. Auch so eine Art Unverwundbarkeitsmodus hat, wie das so hier aussieht. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Mein Highlight-Level. So, klatsch. Ich habe das Gefühl, jetzt wenn ich hier gleich über die Klippe gehe. Oh, 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 oh. Ja. Schnell hin. Aber mit dem Schiff hätte ich jetzt noch ein paar Runden drehen können. Also das war cool. Da hätte ich jetzt echt noch ein paar Runden fahren können. So, haben wir hier, glaube ich, auch gleich gute Karten. Wir rennen einfach mal durch.
Oh Mann, nee, komm. Kein Risiko. Einfach da rein. Kein Risiko. Dann hätte ich vorher wissen müssen, dass da dieses zum Hochspringen ist und dann wäre das gegangen oder so. Lieber kein Risiko. Wahrscheinlich müssen wir die ganzen Samen dann oben alle abgeben. Ich freue mich jetzt, dass ich die da unten sammle für die Magmatiefen und so weiter. Aber wahrscheinlich müssen wir sie alle abgeben. So, jetzt wieder Muhaha. Ungelogen, ich bin schon etwas beeindruckt, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Beeindruckt und froh, denn meine Show-Highlights kommen jetzt Schlag auf Schlag. Das meine ich ganz wörtlich. Macht euch bereit für die umwerfendste Show, die jemals erdacht wurde. Endlich ist es an der Zeit für das Festival der Fäuste. Muhaha. So, das müsste ja vom Gefühl her. Irgendwas sagt mir, ich nehme mal die Mütze. Ich weiß nicht. Und danach geht es eigentlich hoch zum Schloss. Also machen wir das Level auf alle Fälle noch. Und dann geht's weiter und wir sind hoffentlich kurz vorm finalen Bossfight. Ah, jetzt verstehe ich das mit den Fäusten. Okay. Warum? Bleibt es hier ganz? Ja. Ah, der geht nur bis hier, okay. Dann könnte ich ja eigentlich mal probieren, was passiert, wenn ich die Blumen... Und die hier auch noch. Ah, Goldmünzen. Boah, das war jetzt echt... Okay, ja, yeah, wir haben einen Speicherpunkt. Okay, die sind zusammengerammt. So. Ich kann ich jetzt weg, Elefantösen. So, alle aus dem Weg. Gekegelt. Nochmal weg. Okay, und jetzt mit dem Elefant hier auf das Ding drauf. Das wird ja eine lustige Reise. Okay, ich verstehe. Ich muss das so pumpen. Okay. Jetzt habe ich es. Okay. Boah. Egal. Kack auf die Zehner. Der Elefant ist auch ein bisschen zu langsam hierfür, glaube ich. Ah, schnell da reinflutschen. Haben wir eigentlich schon Dingsbums-Level gemacht? Nee, ne? Extra-Level? Ich habe jetzt keins gefunden. Wahrscheinlich ist das auch sonst wo versteckt. Hm. Komm hier rein. Das sieht... Komm runter. Ja, haben wir schon mal richtig gemacht. Jetzt nur die Frage. Okay. Schön wegklatschen, die Kloschüsseln oder was auch immer das ist. Boah, die haben die jetzt zerfetzt. Nach oben. Und ich fühle mich einfach wohler, wenn ich wieder Elefant bin. Okay. Der bleibt unter einem. Ich wahrscheinlich mehr pumpen müssen.
Die Frage, ob man... Okay, das geht zeitverzögert. Nein, den Zehner lassen wir sausen. Ich will einfach nur hier durchkommen und den Samen einsammeln. Coole Mucke. Oh, mit dem Dicken wieder, ne? Das war gemein. Das war echt fies. Okay, das Level ist echt herausfordernd. Ich habe das falsche extra jetzt genommen. Jetzt muss ich den ganzen Kram hier nochmal machen, ne? Durch diesen ganzen Kram hier durch. Und es lief eigentlich gut. Aber dann plötzlich diese... Das sind eigentlich Sachen, die ich nicht so mag. Wenn du plötzlich da so reingestürzt wirst und bist eigentlich so gut wie durch und dann kommt eine Sache, die du eigentlich nicht beeinflussen kannst und dann haut es dich weg. So, und das sind Sachen, die kann ich nicht so richtig verknumsen, aber okay, bitte. Dann ist es so. Gerade diese Dinger hier mit dem... genau. Dann sowas hier. Jetzt weiß ich nicht. Ich brauche dringend extra. Bitte gib mir irgendwas, ich brauche ein Extra. Ich brauche sowas von hinten extra. Bitte gib mir ein Extra. Ich will ein Extra. Bitte gib mir ein Extra. Los, schmeiß die da. Wir werden geopfert. Ja, das ist kacke. Das ist so kacke. Das ist echt mega kacke, wenn du kein Extra mehr dann hast. Mann, es lief doch so gut. Und diese eine Ecke da hinten, das ist so echt kacke, dass das da reingebaut wurde. Das geht mir gerade schon wieder so richtig auf den Senkel, ne? Das eine Level will ich aber noch fertig machen. Aber es geht mir so auf den Senkel. Ja, haben wir jetzt schon 5-mal gesehen, gefühlt. Soll jetzt einfach cool bleiben. Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft. Mann, ey. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich hier... Ja, so. Das ist die Scheiße. Wenn du dann nicht groß bist, hast du keine Chance, da irgendwie weiterzukommen. Dann werden wir jetzt hier 5000 Versuche brauchen, um diese blöde Ecke hier zu schaffen. Und das macht mich schon aggro. Ehrlich. Sachen, für die ich nichts kann. Ich bräuchte mal noch ein Extra. Ja, das haben wir jetzt das 5. Mal gesehen. Jetzt fängt das Level auch mich gerade an, so richtig abzufacken. Jetzt komme ich an den Fäusten vorbei. Oh, okay. Aber die kommen nochmal. Das ist mein Problem. Die ganze Kacke kommt ja nochmal und zwar hier. Diese zeitverzögernden Dinge. Okay, aber jetzt aufpassen. Jetzt haben wir ja gelernt, wie es geht. Ist gut. Und wenn es dann hinten plötzlich hochgeht. Aber trotzdem würde ich mich ein bisschen wohler fühlen mit einem weiteren Extra. Das wäre schon nett.
könnte eins drin sein. Da war vorhin, glaube ich, ein Elefant drin. Ein Pilz ist okay. Sorry, dass ich jetzt so still war, aber ich war so angespannt, weil ich unbedingt diesen Samen haben wollte. Jetzt bin ich wieder cool. Bin ich wieder mit mir selbst im Reinen, dass ich das geschafft habe. Durchbeißen. Wäre trotzdem ein bisschen netter auch gewesen, wenn man... Komm, egal. Wir wollen aus dem Level raus, dass wir das nächste Mal da weitermachen können, wo wir gerade aufgehört haben. Bitte! Schöne Sprache. Bitte! Und wieder Huhu! So, jetzt hören wir uns noch an, was Bowser zu sagen hat. Obwohl, nein. Das ist eine schöne Geschichte für die nächste Episode, die wir dann hoffentlich zusammen angucken. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen und keep on gaming. Bis dann. Ciao, ciao.